langer Prozess begann ein neuer wichtiger Abschnitt, die Verteidigung. Jeder der Angeklagten hat das Recht, für sich selbst und für die Mitangeklagten auszusagen. Außerdem wird eine große Anzahl von Entlastungszeugen im Gerichtssaal erscheinen. Der frühere General Bodenschatz ist der erste Entlastungszeuge Görings. Nach der Befragung durch den Verteidiger kann jeder Zeuge auch einem Kreuzverhör der Anklage unterworfen werden. Der amerikanische Hauptankläger Jackson. Nach Bodenschatz versuchte der ehemalige Generalfeldmarschall Milch, seinen früheren Chef Göring besonders in Fragen der Aufrüstung zu entlasten. Die deutsche Luftwaffe, sagte er, sollte lediglich zur Verteidigung dienen. Der britische Ankläger Roberts erinnerte ihn daraufhin an den Ausspruch Görings, wonach die deutsche Luftwaffe sich über die Welt ausbreiten sollte wie ein Rachechor. Allgemein gaben die Zeugen zu, dass Göring die Gestapo und die Konzentrationslager geschaffen hat. Der ehemalige Generalfeldmarschall Kesselring wurde von dem amerikanischen Hauptankläger Jackson befragt, was er von diesen Einrichtungen gehalten habe. Ich habe es etwas für deutsche Begriffe etwas für Normes gehalten, dass sich ein Staat im Staat gebildet hat und dementsprechend gewisse Sachen vor der Öffentlichkeit verschlossen. Dann trat der Angeklagte Nummer 1, Göring, in seiner hellgrauen Fantasieuniform in den Zeugenstand. Die Fragen seines Verteidigers waren so gestellt, dass Göring eine breite Darstellung der politischen Entwicklung seit seinem Zusammentreffen mit Hitler liefern konnte. Über die sogenannte Machtergreifung sagte er: Es war selbstverständlich für uns, dass wenn wir einmal an die Macht kommen würden, wir entschlossen waren, diese Macht unter allen Umständen zu behalten. Auch außenpolitische Fragen kamen zur Sprache. Welche Verbindung hatten Sie mit Quisling? Quisling habe ich erst lange nach der Besetzung Norwegens zum ersten und einzigen Male gesehen. Er war in Berlin, besuchte mich, wir hatten ein belangloses, kurzes Gespräch. Vorher hat ein Mann von ihm, den ich auch nicht persönlich kannte, das heißt also vor Ausbruch überhaupt des Krieges, einen Brief an mich geschickt, der mir hier gezeigt wurde, an den ich mich persönlich nicht erinnern kann, weil derartige Briefe nach unserer Praxis auch mir kaum vorgelegt worden, ist aber gleichgültig. Göring sprach zusammengenommen 13 Stunden. Er wurde weder von der Anklage noch von den Richtern unterbrochen.